Der langjährige erste Vorsitzende des Bayerwaldkreises war Fridolin Herling. Dieser war Spediteur und das hatte den Vorteil, dass er, falls nötig, den Transport von Kunstwerken übernehmen konnte. Im Laufe der 31 Jahre, in denen der Bayerwaldkreis bestand, fanden insgesamt 72 Ausstellungen dieser Künstlervereinigung statt. Und zwar in erster Linie in Ostbayern, aber auch in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sowie in Österreich. Hermann Eller. Gerhard Michel. Johann Baptist Wölfel. Richard Triebe. Herbert Muckenschnabel. Robert Geindl-Tretzel.